EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker herzt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Das stimmt hoffnungsfroh. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nur wenig später sagt derselbe Jean-Claude Juncker dann: Es ist heute zu keiner Annäherung der Standpunkte gekommen. Ja, was denn nun? Die Zuwanderungsdiskussion der Schweiz mit der EU, heute bei uns im Fokus. Die weiteren Themen. Der Biker in der Regierung Griechenlands, Finanzminister Varoufakis, gilt als ökonomischer Popstar und diplomatisches Schreckgespenst. Made in Switzerland. In Solothurn wachsen die ersten heimischen Krevetten heran. Ein Traum auf Spitzenschuhen. Zwei junge Tänzerinnen kämpfen um den renommierten Prix de Lausanne. Die Sympathien füreinander mögen groß sein. In Brüssel spürte die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga heute viel Herzlichkeit, gerade auch von Jean-Claude Juncker. Man sei bereit für Gespräche, hieß es dann. Die Nettigkeiten können aber nicht darüber hinwegtäuschen. In der Sache ist keine Annäherung auszumachen. Nina Blaser. Küsschen zum Empfang für die Bundespräsidentin. In der EU-Zentrale kam man sich in Brüssel heute näher, bekundete Sympathie. Ich mag die Schweiz. Man liebt ein Land nicht, aber man mag es. Wir haben festgestellt, dass die Beziehungen gut sind. Trotz der Nettigkeiten, die Positionen bei der Zuwanderungsfrage sind unverändert. Gesprächsbereitschaft bei der EU ist aber vorhanden. Es ist heute zu keiner Annäherung der Standpunkte gekommen, aber die Tatsache, dass erste Gespräche zu keiner sofortigen, spontanen Annäherung führen, heißt ja nicht, dass diese Gespräche nicht weitergeführt werden könnten, sollten und im Übrigen, das ist meine Überzeugung, müssen. Intensive Konsultationen seien geplant, um eine Annäherung der Standpunkte in der Zuwanderungsfrage zu erreichen. Es ist ein kleiner Schritt, aber der Schritt ist natürlich unverzichtbar, wenn man über dieses Problem überhaupt mal zu sprechen beginnen will. Und deshalb sind diese intensiven Konsultationen jetzt ein erster Schritt. Aber wir sind ganz am Anfang des Prozesses. Es stehe ein schwieriger Weg bevor, so die Bundespräsidentin, die heute auch Gespräche mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz führte. Auch hier viel Sympathie. Jedoch resultierte insgesamt keine inhaltliche Annäherung. Vielen Dank. Wir haben festgestellt, dass unsere Positionen diesbezüglich weit auseinander liegen. Wir haben auch festgestellt, dass der Spielraum für beide klein ist. Wir setzen die Bundesverfassung um. Und in der EU gilt der Vertrag und gilt auch das Grundprinzip der Personenfreizügigkeit. Aber dass die Positionen weit auseinander liegen, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, weil wir am Anfang eines Prozesses sind. Der Prozess sieht vor, verschiedenste Lösungsmöglichkeiten zu prüfen. Das Ziel, ein gemeinsamer Weg, um die Umsetzung der Zuwanderungsfrage in der Schweiz anzugehen. Wir schalten nach Brüssel zu unserem Korrespondenten. Guten Abend, Sebastian Ramschbeck. Sie waren heute an der Pressekonferenz von Sommaruga und Juncker. Was ist Ihnen so an Unausgesprochenem dabei aufgefallen? Ja, was wir schon gesehen haben, es gab viele Herzlichkeiten, es gab Küsschen, aber am Ende haben beide überdeutlich immer wieder betont, wie groß die Meinungsverschiedenheiten sind. Ich hatte den Eindruck, sie wollten da auch wirklich jede mögliche allzu große Erwartung dämpfen. Sommaruga wirkte angespannt, man merkte ihr an, dass sie schwierige Gespräche hinter sich hatte. Und was mir auch noch aufgefallen ist, Jean-Claude Juncker nahm während der ganzen Medienkonferenz kein einziges Mal die Worte Zuwanderung oder Personenfreizügigkeit in den Mund. Und wie interpretieren Sie das, dass das nicht kam? Vielleicht war es eine bewusste, vielleicht eine unbewusste Botschaft, um zu sagen, die Personenfreizügigkeit, die ist eigentlich immer noch tabu für mich. Das ist ein Wort, das ich nicht einmal in den Mund nehmen möchte. Das wäre ja dann auch die Position der allermeisten EU-Staaten, die bisherige Position, dass die Personenfreizügigkeit eben überhaupt nicht verhandelbar ist, auch nicht mit der Schweiz. Aber gesprächsbereit hat man sich doch heute gezeigt. Das ist doch immerhin ein Anfang. Ja, ich werte das durchaus positiv, dass es Gespräche geben soll, weitere Gespräche zwischen der Bundespräsidentin Sommaruga und dem Kommissionspräsidenten Juncker.
Juncker ist der Chef der mächtigsten EU-Behörde und er hat ganz klar einen gewissen politischen Spielraum, den er in diesen Gesprächen wird nutzen können, wenn er denn will. Aber ob all das am Ende wirklich zu einem Ergebnis führt, das im Sinne der Schweiz ist, das steht heute Abend am Brüsseler Himmel in den Sternen. Besten Dank für diese Einschätzungen, Sebastian Ramschbeck. Ja, nicht im Ton, Härte in der Sache. So kann man es kurz zusammenfassen. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Gilbert Cassassus, Professor für Europastudien an der Universität Freiburg. Guten Abend. Guten Abend. Europafreund sind Sie auch, darf man, glaube ich, vorausschicken. Ja, nicht schlimm. Ist jetzt das ein Erfolg für die Fräsung Maruga? Trotz allem ist ja gelöste Stimmung. Persönlicher Erfolg, unbestritten. Aha. Es ist eine Frau, die über eine grosse Anerkennung verfügt in Europa. Man hat sie ja gesehen bei der Demonstration in Paris. Sie war in der ersten Reihe, dann beim Renzi. Andere EU-Staatschefs waren in der zweiten, dritten Reihe. Also persönlich ist das ein grosser Erfolg. Also Sie ist eine Sympathieträgerin. Wie viel kann sie jetzt denn aus dem machen? Sie kann sicherlich ein paar Sachen bewirken, indem sie auch wahrgenommen wird, weil sie ja die Materie sehr gut kennt. Sie war ja auch im letzten Februar Bundesrätin, die hat kämpfen gegen die Initiative. Und das wissen die Leute in Brüssel. Sie wissen ganz genau, dass die Frau sich gut auskennt, dass sie Europa gut auskennt. Und sie arbeitet auch mit Leuten, arbeiten, mit dem Juncker und mit dem Schulz, die auch Schweizer Freunde sind. Also auf der persönlichen Ebene ist kein Problem. Was Probleme gibt, ist auf der staatlichen Ebene oder die Beziehung zwischen EU und Schweiz. Wir können sagen, in der Sportsprache ein persönlicher Erfolg für die Spielerin. Aber für die Mannschaftsleistung ist es nicht so gut. Was heisst nicht so gut? Ist noch alles drin oder ist es eine Niederlage? Man kann fast von einer Niederlage reden. Es ist ganz interessant zu wissen, dass der Jean-Claude Juncker etwas Wichtiges gesagt hat. Und zwar, dass die Handlungsspielräummasse sehr, sehr gering ist. In der diplomatischen Sprache heisst, dass es sehr wenig Materie gibt, wo man sich einigen kann. Das heisst, die Schweiz befindet sich jetzt in einer Lage, genau wie die EU, wo eigentlich es ist ganz schwierig, wird, sie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber warum denn die Gesprächsbereitschaft? Die haben doch auch besser zu tun, als wirklich zu käfeln mit der Schweiz. Also es ist immer wichtig, dass man zusammen redet. Das ist das Grundprinzip. Und andererseits weiss ganz genau die EU, dass die Schweiz ein europäisches Land ist und dass selbstverständlich die Schweiz ohne Partnerin ist für die EU. Aber die Schweiz weiss ja ganz genau aus, dass es ohne ein europäischer Staat ist. Und die Schweiz muss ja mit der EU zusammen reden. Das geht nicht anders. Also wir brauchen jetzt einen extrem langen Atem. Das hat man immer gehört. Es ist höchstens ein Anfang. Mehr ist es nicht, würden Sie sagen. Im Prinzip kommt man mit leeren Händen zurück. Ziemlich. Ja, man muss das vergleichen, was im Juli passiert ist. Im Juli hat man ja überraschenderweise aus Schweizer Sicht registriert, dass es Nein gekommen ist. Und der Juncker, der Schulz und der Tusk haben das am Ruga gesagt, es tut uns leid, aber wir haben unsere Prinzipien und es bleibt noch bei dem Nein. Das heisst, jetzt muss weiterhin geredet wird, muss weiterhin verhandelt werden, aber nur in einem ganz geringen Bereich. Das heisst, welche Möglichkeiten müssen wir ausloten, damit das Verhältnis von der Schweiz zur EU und der EU zur Schweiz nicht schlechter wird. Danke vielmals. Optimismus tönt anders. Besten Dank für die Einschätzungen hier bei uns im Studio Gilbert Cassassus. So schlimm war es seit dem letzten Sommer nicht mehr. In der Ukraine bekriegen sich beide Seiten wieder unerbittlich. Die ukrainische Armee und die russisch-freundlichen Separatisten wollen noch weiter aufrüsten. Besonders schlimm ist die Lage in diesen Tagen in der Umgebung der Stadt Debaltasevo. Ungefähr 7000 ukrainische Soldaten befinden sich dort an einer äußerst gefährlichen Lage. Auf drei Seiten werden sie von separatistischen Truppen bedrängt. Wenn es diesen gelingt, sie zu umzingeln, droht eine Katastrophe. Die Moral vieler ukrainischer Soldaten ist auf dem Tiefpunkt. Wegen mangelnder Kommunikation kam es dieser Tage zu einem verhängnisvollen Missverständnis. Zwei ukrainische Bataillone beschossen sich gegenseitig. Es ist nass, es ist kalt und es ist Krieg. Und wieder einmal ist heute ein Tag, an dem diese ukrainischen Soldaten Kameraden verloren haben. Alleine heute sind 70 Verletzte in dieses kleine Spital gebracht worden, in nur 6 Stunden. Fünfzehn ihrer Kameraden haben den Angriff nicht überlebt. Dieser Mann, der sich Artyom nennt, hat das Bataillon angeführt. Die Soldaten werden in den Krieg geschickt ohne richtige Ausbildung, ohne moralische Vorbereitung.
Diesmal waren es die eigenen ukrainischen Soldaten, die auf sie schossen. Ein katastrophales, tödliches Versehen. Der schlimmste Fehler ist, wenn man zwei Bataillone in eine Schlacht schickt, ohne ihnen Kommunikationsmittel mitzugeben. Wir haben Freunde verloren. Der Interimskommandant fügt noch einen Satz bei. Wir sind Kanonenfutter. Morgen wird der Krieg weitergehen. Nichts deutet darauf hin, dass es anders sein könnte. Im Gegenteil. Es gibt aber Zeichen, die darauf hindeuten, dass sich auch die USA einschalten wollen. Nach übereinstimmenden Medienberichten sei Außenminister John Kerry bereit, der ukrainischen Regierung Waffen im Wert von 3 Milliarden $ zu liefern. Am Freitag hat der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis den diplomatischen Kontermarsch der Regierung Tsipras einen Paukenschlag beigefügt und der Troika die Zusammenarbeit aufgekündigt. Die Reaktionen blieben nicht aus. Jetzt sind die Männer ohne Krawatte auf Europatournee und bemühen sich, ihren Standpunkt zu erklären. Varoufakis trifft heute in London den britischen Finanzminister George Osborne. Dieser sieht Spielraum für einen Kompromiss zwischen Griechenland und seinen Geldgebern, sagt aber auch, die Auseinandersetzung stelle für beide Seiten ein großes Risiko dar. In seiner Heimat sehen Varoufakis viele als griechischen George Clooney, sexy und unerschrocken. In der internationalen Politik hat sich der Ökonom den Ruf als diplomatisches Schreckgespenst eingehandelt. Ariane Mayer über den Rebellen mit leeren Taschen. Yannis Varoufakis, der Rebell. Krawatte? Nein, danke. Der Mann in der Lederjacke trifft die Klasspolitik der EU. Die Hände in der Jackentasche. Der neue Stil der griechischen Regierung zeigt sich auch äußerlich. Der neue Finanzminister, der sich zu inszenieren weiß. Die Deutschen werden als arbeitsame Ameisen dargestellt, die Griechen als faule Heuschrecken. Aber das ist so einfach. Faule Heuschrecken gibt es in allen EU-Ländern. Für die Krise bezahlen müssen Deutsche und Griechen gleichermaßen. Der 53-Jährige fährt mit seinem Motorrad ins Ministerium, ruft auf seiner Internetseite dazu auf, das fiskale Waterboarding Griechenlands zu stoppen. Auch als Finanzminister will er weiterschreiben. Er, Vater einer Tochter, nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Griechen trauen weder den Medien, noch den Bankern, noch den Politikern. Aber vor allem sind sie es leid, die Schuldigen der Euro-Krise zu sein. So wie es bis jetzt gegangen ist, mit einem immer mehr Sparen und immer noch mehr Betriebe werden geschlossen und es stehen noch mehr Leute auf der Straße, das ist etwas, das ist für die Griechen unerträglich gewesen. Und immer wieder kommt das Wort Demütigung vor. Und der Varoufakis ist das Medikament gegen die Demütigung. Varoufakis, der Ökonom. Der griechisch-australische Doppelbürger war Star-Ökonom in Athen. Er lehrte auch an Universitäten in Großbritannien und den USA. Zuletzt war er Chefökonom einer amerikanischen Computerspielfirma. Jetzt will er einen Schuldenschnitt für Griechenland. Griechenland solle nicht sparen, sondern seine Wirtschaft ankurbeln. Es ist klar, dass die Währungsunion nur erfolgreich sein kann, wenn alle erfolgreich sind. Der Euro kann in keinem Mitgliederland widerrufen werden. Jetzt ist er der Minister, der mit den EU-Partnern verhandeln muss. Er locker im Stuhl bei seinem britischen Amtskollegen in der Downing Street. Er, der perfekt Englisch spricht, zeigt, dass er nicht Teil der jahrzehntelang etablierten griechischen Elite ist. Und vergangenen Freitag macht er medienwirksam klar, jetzt sei Schluss mit der Sparpolitik. Er will nicht mehr mit der Troika, also EZB, Währungsfonds und EU-Kommission, zusammenarbeiten. Ich glaube, Europa ist hat noch gar nicht realisiert, was da passiert. Und das ist etwas ganz Neues. Und der Stil, aber auch der Inhalt ist neu. Und Europa muss sich jetzt darauf einstellen. Yannis Varoufakis, der Rebell, der Ökonom, der Minister. Er soll Griechenland in eine neue Zukunft führen. Krevetten oder Shrimps haben einen festen Platz auf dem Schweizer Speiseplan. Pro Kopf verzehren wir jedes Jahr 1 Kilo dieser Krustentiere, Tendenz steigend.
Der Genuss war zu Anfang häufig von einem schlechten Gewissen begleitet. In Asien etwa vergifteten riesige Zuchtanlagen die Böden. Zu viele Tiere wurden oft auf zu engem Raum gehalten. Sie wurden krank und mit Antibiotika über die Runden gebracht. Inzwischen haben viele Farmen ihre Produktion verbessert, bis hin zu Bio-Standards. Was bleibt, ist der lange Transportweg. Doch auch das muss bald nicht mehr sein. In Solothurn wachsen die ersten Schweizer Shrimps heran. Miriam Spreiter war dabei, als letzte Woche die erste Lieferung Larven ankam. Jetzt bin ich auch gespannt. In diesem unscheinbaren Paket liegt die Hoffnung der Jungunternehmer von Swiss Shrimp. Ja, ja, schien es überlebt haben. 1700 Krevettenlarven, direkt aus Miami importiert. Das sind die ersten Shrimps, die hier in Lutherbach gemästet werden sollen. Ja, die sind vital, das ist gut. Die grösste Herausforderung hier ist eigentlich, dass wir den Wasserkreislauf, sprich das dynamische Fließgleichgewicht, aufrechterhalten können. Wir wollen ja ein Meer simulieren, wo sich der Shrimp drin wohlfühlt. Und für das muss es einfach stimmen. Die Testanlage, gerade mal so groß wie ein Wohnzimmer, hat 200.000 Franken gekostet. Sie ist für die nächsten 6 Monate das Zuhause der Tierchen. Doch bevor sie im 30 Grad warmen Wasser schwimmen dürfen, werden sie im Labor getestet. 36 Knoten. Also es geht vor allem darum, herauszufinden, in welchem körperlichen Zustand die Shrimps sind, ob sie gesund sind. Und wir werden das aber definitiv erst herausfinden nach 48 Stunden, wenn der ganze Akklimatisierungsprozess durchlaufen ist. Die Analyse zeigt, die Larven sind 11 bis 12 Tage alt und knapp 1 Zentimeter lang. Noch sind die Tiere fast durchsichtig. In einigen Wochen dürften sie so aussehen. Diese Shrimps sind bereits im Dezember eingeflogen worden, als Testobjekte sozusagen. Und nach 6 Monaten, wenn sie 30 Gramm schwer sind, werden sie im Eiswasser getötet. Diese Tötungsmethode von Krevetten kritisiert die Tierschutzorganisation Fair Fish. Eiswasser ist die weit verbreitetste Methode. Es ist aber nicht garantiert, dass Tiere dann wirklich betäubt oder tot sind. Sie können auch einfach von der Kälte gelähmt sein. Es braucht auf jeden Fall noch einen zweiten Schritt, um sie zu töten. Wir ziehen es vor, wenn die Krevette in ein Becken da werden und das unter Strom gesetzt wird. So sind sie einen Schritt betäubt und tot. Fair Fish hat jetzt eine Petition lanciert, die vom Bundesrat verlangt, Krevetten in das schweizerische Tierschutzgesetz aufzunehmen. Doch das alleine genüge noch nicht. Wir raten dringend davon ab, Shrimps zu züchten, sechs in der Schweiz oder anderswo, weil einfach überhaupt noch nicht genug bekannt ist, was die Bedürfnisse von Krevetten sind in Massentierhaltung, was eine Zucht ist. Da ist noch ein grosser Forschungsbedarf. In Lutherbach haben die Krevetten derweil alle Tests bestanden. So können sie etwa gegen den Strom schwimmen und reagieren auf Licht. Jetzt werden sie gezählt. Und ich glaube auf 10. Wie viel? 10. Plus 15? Ja. 25? Also 25 total. Die Jungunternehmer geben alles, um den Tieren eine möglichst optimale Umgebung zu bieten. Viel Aufwand für wenige Tiere. Lohnt sich die ganze Arbeit überhaupt? Wir haben hier eine Pilotanlage, wo wir ganze Haufen Daten erheben. Diese Daten werden uns später behilflich sein, um herauszufinden, wie man eine grosse Shrimp-Anlage betreiben kann, vor allem auch wirtschaftlich. Eine solche Anlage müsste 100-mal grösser sein als das Pilotprojekt und pro Jahr mindestens 25 Tonnen Shrimps produzieren. Der Entscheid dafür oder dagegen fällt im Herbst. Investoren fehlen noch. Bis dahin müssen sich die kleinen Krevetten aber erst einmal an ihre neue Umgebung gewöhnen. Gut, die ersten 100 schwimmen. Der griechische Finanzminister Varoufakis sei immer für eine Überraschung gut, sagten wir vor 5 Minuten. Und hier ist der Beweis. Heute Abend hat er in einem Interview mit der Zeitung Financial Times offenbar angekündigt, seine Regierung werde keinen Schuldenschnitt mehr fordern, also nicht mehr verlangen, dass die 315 Milliarden Euro Auslandsschulden Griechenland erlassen werden. Stattdessen sollen verschiedene Umschuldungsarten helfen, die Entwicklung für Griechenland tragbarer zu machen. Dazu gehören beispielsweise auch ans Wirtschaftswachstum gekoppelte Anleihen.
Bis Ende Monats wolle man die genauen Vorschläge den europäischen Partnern vorlegen. Dies also die neueste Entwicklung aus Griechenland. Und nun weitere Nachrichten in Kürze. US-Präsident Barack Obama hat für das kommende Jahr ein Rekordbudget im Umfang von 4 Billionen Dollar präsentiert. Die Ausgaben sollen mit höheren Steuern für Unternehmen und reiche Bürger finanziert werden. Die republikanische Mehrheit im Senat dürfte Obamas Vorschläge ablehnen. Das Bezirksgericht Andelfingen hat den ehemaligen Zürcher SVP-Nationalrat Ulrich Schlür vom Vorwurf der Rassendiskriminierung freigesprochen. Die Vorwürfe gingen auf Äußerungen Schlürs im Internet zurück. Die Privatbank Julius Baer streicht in den nächsten 2 Jahren 200 Stellen. Dies sei eine Folge der Frankenstärke, heißt es aus der Geschäftsleitung. 2014 stieg der Reingewinn von Julius Baer auf 367 Millionen Franken. Einer der wichtigsten Wettbewerbe für Ballettnachwuchstänzer und Tänzerinnen findet jedes Jahr in Lausanne statt. 70 Ausnahmetalente aus der ganzen Welt kämpfen um Medaillen und Stipendien. Mit dabei sind auch die beiden 17-jährigen Tanzstudentinnen Lou und Laura aus Zürich. Am Wochenende haben sie sich aufgemacht nach Lausanne. Eine Woche lang gilt es nun, gegen die internationale Konkurrenz anzutanzen. Jahrelang haben sie auf diesen Moment hin trainiert. Was es braucht, um wie Lou und Laura ein Ticket für Lausanne herauszutanzen, das zeigt der Beitrag von Brigitte Weibel. An den Prix de Lausanne schaffen es nur absolute Ausnahmetalente. Unglaubliche Beweglichkeit ist die Basis, tägliches, stundenlanges Training Voraussetzung. Nur die Allerbesten schaffen es zur Solotänzerin auf internationalen Bühnen. Laura und Lou tanzen seit jüngster Kindheit Ballett jeden Tag. Drill fast wie im Militär. Nur so entwickelt sich der Körper in die gewünschte Richtung. Grazie, Eleganz, absolute Körperbeherrschung und Beine, die fast in den Himmel reichen. Der Prix de Lausanne, das Sprungbrett zur Tanzkarriere. Ja, es ist eine grosse Ehre. Ich meine, jeder kennt den Prix de Lausanne und ich finde es auch wirklich toll, dass ich dort angenommen worden bin. Ich war recht erstaunt. Ich so, wow, aus 300 Leuten. Täglich 6-7 Stunden härtestes Training. Das ist für angehende Tänzerinnen und Tänzer ganz normal. Schmerzen gehören einfach dazu. Jeden Tag. Aber es ist der Preis, den man dafür zahlt. Aber es sind keine schlechten Schmerzen. Wir wissen, dass wenn wir am Morgen aufwachen, etwas wehtut, dass wir daran gearbeitet haben. Das gehört dazu. Lou und Laura, beide 17-jährig, standen bereits als Kinder auf der Bühne. Enorme Willensstärke, endlose Leidenschaft für den Tanz und auch Leidensfähigkeit sind unabdingbar. Wir können nicht alle zum Prix de Lausanne schicken, das ist klar, nur die Talentiertesten. Und auch, das ist bei uns eine der Politik, also ein Teil unserer Politik, dass nur die Fleißigsten und Besten auf Wettbewerbe vorbereitet werden. An der Zürcher Tanzakademie studieren angehende Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt. Auch Tanztheorie gehört zum Unterricht. Lou und Laura sind nun in der Abschlussklasse und schließen im Frühling ihr Tanzstudium ab. Die beiden Nachwuchshoffnungen schminken sich selbst, auch für Auftritte auf der Bühne. Hier gelten andere Regeln, starke Konturen und riesengroße Augen. Ein Tütü wie aus dem Märchen unterstreicht Lous elfenhaftes Wesen. Laura verkörpert eher den modernen Typ. Es ist so elegant, aber doch noch irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll. Und mir gefällt es auch mega, weil es hat so Perlen. Ich liebe Perlen. Die klassische Variation für Lausanne dauert knapp 2 Minuten. Jahrelange Vorbereitung für 2 Minuten auf der Bühne. Doch der Teenager will nichts anderes. Mir genügt es einmal pro Monat vielleicht kurz ein bisschen Ausgang, aber nicht so spät. Ich meine, das genügt mir. Ich muss nicht jedes Wochenende. Und ich meine, und das kann man das ganze Leben, das kann ich mit 40 machen. Nach der Karriere vielleicht. Lou tanzt äußerst präzise. Keine Anstrengung im Gesicht. Und doch, Tanz auf diesem Niveau, das ist Hochleistungssport. Es scheint, als würde sie der bevorstehende Wettbewerb mit 70 internationalen Top-Bewerbern kaum berühren. Schwebend und federleicht sieht es aus. Ja.
wenn man tanzt, dann ist man wie in einer anderen Welt. Auf einmal spürt man nicht mehr, keine Schmerzen, alle Sorgen sind weg. Es ist ziemlich unglaublich. Jetzt geht es für die beiden Nachwuchstalente nur noch darum, in Lausanne die Nerven zu behalten. Alles Gute. Teure Medikamente, staatlich verordnet. Gleich nach Meteo zeigt das Wirtschaftsmagazin Eco, weshalb Schweizerinnen und Schweizer in diesem Jahr eine 500 Millionen Franken zu viel für Medikamente zahlen. Und um 5.11 Uhr unterhält sich Roger Schawinski mit dem Dramatiker und Schriftsteller Lukas Berfuss. Gute Unterhaltung, schönen Abend noch und auf Wiedersehen.